Tower, bitte melden. Tower, bitte melden. Hier, Tower. Los geht's. Tower weiß nicht, was er sagen wollte. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu diesem Review zu Sky Team. Ein kooperatives Zwei-Personen-Spiel. Ja, Prepare for Landing. Und das ist das Thema dieses Spiels. Eigentlich Ready to Take Off hätte ich irgendwie auch lustig gefunden. Ja, wobei das ist dann das andere Spiel, wo man dann wieder abheben muss. Wir versuchen ja zu landen. Ja. Naja. Ja. Zeigst du kurz, wie es funktioniert? Ich zeig mal, wie das funktioniert. Ab nach Montreal. In SkyTeam versuchen wir als Pilot und Co-Pilot das Flugzeug sicher zu landen. Ja, bevor hier gewürfelt wird, dürft ihr euch natürlich besprechen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Sobald die Würfel aber gefallen sind, gibt es keine Kommunikation mehr. Es wird immer begonnen hier. Hier sieht man, dass der Pilot beginnt. Der Pfeil zeigt nach links. Der blaue Spieler ist der Pilot. Er setzt jetzt seinen ersten Würfel hier ein. Hier sehen wir die Rundenanzahl, also quasi die Höhe, bis das Flugzeug sozusagen hier auf die Landebahn kommt. Hier hat man in der ersten Runde noch einen Reroll-Token. Das heißt, man kann sich gemeinsam entschließen, das darf besprochen werden, ob man einen Neuwurf machen will mit beliebig vielen Würfeln. Und hier, das ist die Geschwindigkeit. Immer wenn ihr fliegt, dann werdet ihr immer weiter Richtung Flughafen, in dem Fall hier Montreal, hier kommen. Und dafür muss aber hier die Luft hier von Flugzeugen befreit werden. Ja, jetzt geht es an die einzelnen Sachen, die es hier gibt. Zum einen gibt es hier diese Felder, die immer in jeder Runde besetzt werden müssen, sonst habt ihr das Spiel direkt verloren. Das heißt, zwei Würfel müsst ihr auf jeden Fall hierhin platzieren. Die Achse muss natürlich gerade sein, die kann auch mal hier ein bisschen schräg sein. Wenn ihr allerdings das Flugzeug landet, muss die natürlich gerade sein. Das heißt, in der allerletzten Runde. Wenn jetzt hier der Spieler hier einen Würfel reinlegt und der hier zum Beispiel auch einen Würfel reinlegt, das muss nicht in derselben Runde sein, kann aber hilfreich sein, dann sehen wir hier eine Differenz von 1, das heißt 4 minus 3. Und da hier der größere Würfel ist, bewegt sich diese Achse hier um 1. Noch nichts Schlimmes passiert, würde das Ding aber zum Beispiel auf einer 6 sein und wir würden diesen Würfel hier um 3 bewegen, dann wäre das 1, 2, 3, das Flugzeug schleudert durch die Gegend und stürzt ab, habt ihr das Ganze auch schon gleich verloren. Ja, das ist mal das Einsetzen hier. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, auch ich sag's einfach mal gleich, irgendeinen Würfel hier unten einzusetzen. Welcher Spieler das macht, wir machen mal hier den Spieler, ist egal, denn dann wird Kaffee gekocht. Kaffee kann eingesetzt werden, wie man schon hier sieht, um einen Würfel, um eine Würfelaugenzahl um 1 oder 2 zu verändern. Das heißt, ich mache diesen Kaffee dann wieder raus und setze quasi einen Würfel hier zum Beispiel von einer 2 auf eine 3. So, warum mache ich das? Denn das hier ist die Speed-Leiste. Hier wird angegeben, wie schnell das Flugzeug fliegt. Wir haben hier den blauen Bereich hier vorne, das heißt bei einer 2, 3 und 4 bleibt das Flugzeug stehen. Das heißt, das hier bewegt sich nicht weiter. In diesem Bereich hier, also würden wir hier zum Beispiel jetzt diese beiden Würfel spielen, dann sehen wir hier ein Plus, das heißt 3 plus 3 sind 6. Die 6 befindet sich zwischen Orange und Blau, das heißt, das hier würde sich um 1 nach unten bewegen. Alles gut, alles gut. Wäre hier zum Beispiel eine höhere Zahl, das heißt zum Beispiel hier eine 5 und hier eine 5, hätten wir eine 10. Das würde sich dann in dem vorderen Bereich hier befinden, hier die 10. Das heißt, der Flug hier würde um 2 nach unten gehen, das heißt 1, 2. Alles gut, wir sehen hier noch ein Flugzeug. Sollte jetzt aber hier zum Beispiel nochmal zweimal bewegt werden, kracht das Flugzeug sozusagen in diese andere Flugzeuge, die sich noch hier in der Luft befinden. Das ist schlecht. Wie bekommen wir diese weg? Ja, dafür gibt es diese Funkstation. Der Co-Pilot kann hier zweimal funken, der Pilot hier einmal. Das heißt, jetzt wäre wieder der Co-Pilot dran. Der hat hier zum Beispiel eine 4 eingesetzt und jetzt fangt ihr an zu zählen. 1, 2,
3, 4. An vierter Position kann dieser jetzt nun hier einen Flieger entfernen, also wegfunken. Das kann der Pilot auch machen hier. Dann wäre 1, 2, 3 der hier weg. Und dann hätten wir hier zum Beispiel noch einen Würfel an der fünften Position. 1, 2, 3, 4, 5. Und wäre dieses Flugzeug schon mal aus dem Weg geschafft. Ja, hier unten sehen wir zum Beispiel das Landing Gear hier. Das heißt, hier werden die Fahrwerke ausgefahren. Das kann der blaue Spieler, also der Pilot, hier jederzeit und in beliebiger Reihenfolge machen. Es muss hier der Würfel 1 oder 2 reingelegt werden, zum Beispiel hier. Dann wird dieser Schalter umgelegt und dieser Marker, wie man hier sieht, wird um 1 nach vorne gesetzt. Das heißt, die Reichweite, in dem das Flugzeug sich gar nicht weiter bewegt, liegt jetzt zwischen 2 und 4 statt 2 und 3, während dieser Bereich hier jetzt zwischen 6 und 8 liegt. Das kann der Co-Pilot auch tun, beziehungsweise muss er sogar tun. Alle diese Knöpfe hier auf dieser Seite und auf dieser Seite müssen aktiviert sein, bevor das Flugzeug landet. Diese hier, die Bremsvorrichtung, ist nicht so wichtig, komme ich gleich dazu. Also die muss nicht unbedingt gemacht werden, hilft aber um einiges. Ich zeige gleich, warum. Hier haben wir die Flaps, also diese Klappen hier. Diese sind allerdings der Reihe nach zu erfüllen, deswegen sieht man das hier in diesen Pfeilen. Das heißt, ich lege hier einen Würfel zum Beispiel mit einer 2 rein, dann kann ich das hier verstellen und dieser Marker wird weiter nach vorne gestellt. Das heißt, die Range hier wird größer Richtung Doppelflug. So, ja, hier unten kann der Spieler erstmal eine 2 einsetzen. In der nächsten Runde und auch in einer anderen Runde kann er 4, dann die 6, wird hier immer angezeigt, diese hier hat er erfüllt. Das heißt, der rote Marker, wie man hier sieht, wird um 1 nach vorne gemacht. Und hier in der nächsten Runde macht er dann vielleicht hier eine 4 rein und dann wird das Ganze hier nochmal freigeschalten, um ein weiteres hier verändert. Warum ist das wichtig? Wenn wir es so weit geschafft haben, dass der Flughafen sozusagen in Sicht ist, ja, und die letzte Runde eingeleitet wurde, dass das Flugzeug sozusagen im Landeanflug auf den Flughafen ist, dann muss das Flugzeug hier in einer geraden Achse sein oder einer waagrechten Achse sein. Und dann muss man hier auf jeden Fall wieder 2 Würfel reinsetzen. Allerdings wird jetzt der Wert hier zusammengezählt und er muss kleiner sein als der Wert hier drüben, also beziehungsweise in dem Fall dürfte es eine 2, 3 oder 4 sein, keine 5, 6 oder mehr, sonst würden wir den Bremsvorgang auf jeden Fall verkacken und das Flugzeug würde ebenso abstürzen. Ja, hier hätten wir es geschafft, 4 ist wunderbar, das heißt, je mehr Bremsen ihr hier aktiviert, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gescheit bremsen könnt. Ja, das jetzt mal im Überblick des ganzen Spiels. Natürlich ist das hier die simple Variante, es gibt noch Module, da müsst ihr den Sprit hier beeinflussen, ihr müsst hier ein paar Leute ausbilden, das Modul wird dann hier unten angelegt, die man dann hier einsetzen kann. Es gibt den Traffic Die, das ist dann der Würfel, der hier auch auf der Rückseite von den oder hier auf diesen Markern hier gezeigt wird, auf diesen Strecken. Es gibt ja verschiedene Anflüge, das heißt, hier würde man die würfeln und das heißt in Reichweite 5, hier würde das sogar noch hier auf den Flughafen kommen, weil eine Reichweite 5 nicht gibt, werden dann weitere Flugzeuge gelegt, das heißt Traffic, ne, gibt Flugverkehr, hier müssen sogar die Ausrichtungen, weil man Bergen ausweicht oder so, vom Flugzeug sein. Also es gibt viele Module, die sich noch hier im Spiel befinden, aber das mal grob zur Erklärung von SkyTeam. Ja, Montreal, da beginnt alles, da geht's los mit dem Tutorial. Ja. Und ich muss sagen, das war ja eines dieser Spiele, wo ich im Vorfeld, also vor das Spiel, doch gewisse Erwartungen hatte und gedacht habe, oh ja, cool, das hat was. Es ist ein originelles Thema, das man nicht so häufig sieht. Es geht um Piloten, genau. Flugzeug landen, wo hat man das schon gehabt? Ne? Also ist jetzt originell. Und zwei Spieler ist auch, naja, auch eher eine spezielle Nische. Ja, kooperative Spiele gibt es zuhauf, aber zwei Spieler-Koop-Spiele. Ja. Ja, das ist dann doch ein bisschen was Besonderes so in dieser Form. Jetzt kommt es ja zum Glück nächstes Jahr auch auf Deutsch. Kann man auch mal direkt vorweg sagen. Genau. Luc Raymond. Sagt mir nichts. Ja, das ist jetzt irgendwie, ja, nicht so ganz im Kopf, was er so gemacht hat.
Aber es war trotzdem interessant zu sehen, was es denn kann. Jetzt kommen wir doch mal direkt zu den harten Fakten des Spiels. Wir haben hier zum einen eine recht kompakte Box. Oh ja. Das punktet auf jeden Fall schon mal direkt so beim ersten Anschauen. Insert, naja, aber immerhin kompakt und nicht mit ewig viel Platz ausgestattet. Materialtechnisch? Eigentlich sehr gut, bis etwas klein. Fummelig. Diese Holzmarker. Die Holzmarker reinfummeln. Dann diese Schieberegler sind cool. Das hat man ja schon bei, gut, dass ich den Namen jetzt vergessen habe, bei dem anderen Flugzeugspiel. was halt so ein bisschen zum Schieben natürlich cool ist, aber es ist halt fummelig, das reinzumachen. Es ist halt da wären so, vielleicht auch Holzcubes zum Hin- und Herschieben wirklich besser gewesen. Das wäre besser gewesen, so schöne analoge Holzschalter. Ja, ja, das wäre zumindest einfacher, dann das reinzumachen. Und ganz vorsichtig, wenn das bei Cosmos erscheint, wenn ihr diesen Kleber von diesem Flugzeug und der Axis hier auf diese Scheibe draufklebt, seid da ultra vorsichtig, weil das ist halt ein Stück und das ist so statisch geladen, das will irgendwo anders hin abhauen und wenn ihr das einmal versaut habt und draufklebt, das kriegt ihr nicht mehr weg. Ja? Nur als Tipp. Ja. Du hast ja mehr Partien gespielt. Wir haben zwei zu zweit gespielt. Einmal zum Kennenlernen und einmal dann direkt uns an einen roten Schwierigkeitsgrad gewagt. Ja, und ich eigentlich habe gar nicht so schlecht performt, aber am Schluss dann gesehen, Mist, es fehlt ein Würfel. Ja, wir haben es gibt ja grün, gelb, rot und schwarz. Das heißt, wie bei der Skipiste, das ist halt von leicht bis schwer. Und das Coole ist, wenn man jetzt so Montreal spielt, das ist eigentlich so das Einführungsspiel. Da denkt man sich, ha, ne, easy peasy durchgekommen. Denkt sich, wird das noch irgendwie schwerer? Taugt das noch was? Ne? Das hatte ich ja so ein bisschen erstmal so, also ist das jetzt immer so? Wer hätte ich nur von Montreal hier ein Review machen müssen, dann hätte ich gesagt, nett, okay, kann weg. Brauche ich nicht, möchte ich nicht mehr spielen. Juckt mich jetzt nicht wirklich. Ja. Und ich glaube, das ist oft so der Punkt an Spielen, die so ein Tutorial oder ein Einstiegsszenario haben. Man darf das nicht überbewerten und muss direkt hinterher nochmal was spielen. Ja. Und dann hat man schon gesehen, in welche Richtung das Ganze läuft und wo die Schwierigkeiten dann kommen. Ja. Und das ist dann schon eine ganz andere Güteklasse und es macht schon viel, viel, viel mehr her. Ja. Und so sollte es dann eigentlich auch sein, dass es knackig ist, dass es eben nicht nur ich mache da jetzt halt irgendwas, das war ganz okay soweit und fertig. Ja. Ich hab mir überlegt, dass wir gleich mal hier schon mal eine Kategorie überspringen und wir haben es noch nicht geschafft. Also, aber, wir waren gut dabei, aber das Coole ist, dieses Spiel, man kann es, wie gesagt, simpel spielen, dann kann man es sogar mit der Familie ganz gut spielen, glaube ich, auch wenn es knackig ist, ne? Für die dann vielleicht, aber es hat diese unterschiedlichen Module, die auch thematisch passen, ja. Mhm. Du hast Kerosin, das leer wird, das musst du managen. Du hast eine vereiste Landebahn. Du hast Interns, die du quasi ausbilden musst und die du dann platzieren kannst. Du hast Wind, der noch die Geschwindigkeit beeinflusst. Mhm. Du hast Traffic Die, die dir noch mehrere Flugzeuge zufällig vor dich hin machen, die du dann wieder anfunken musst, damit die weggehen. Das ist thematisch so geil gemacht auch, dass du, ich glaube, das wurde auch mit Piloten entwickelt, weil du halt diese ganzen Elemente hast. Du musst das Flugzeug in der Landedings gerade bekommen. Es darf nicht zu weit kippen, sonst stürzt die ab. Landeklappen aktivieren, Räder raus, die Bremse entsprechend Dann Co-Pilot Rückschub. Und Pilot haben auch unterschiedliche Aufgaben, obwohl sie dann doch vieles Ähnliches haben, wie Kaffee kochen. Nee, aber das ist cool, dass man da dreimal die Möglichkeit hat, Kaffee zu trinken und die Würfel zu manipulieren, weil dann manchmal, wir hatten jetzt, okay, wir brauchen jetzt kleine Würfel. 4x5 gewürfelt. Wenn ich glaube, wir müssen nochmal Reroll machen. Okay. 1, 6, 6, 5. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ne? Und das war halt schon so ein bisschen einen schlechten Wurf durch einen noch schlechteren Wurf. Nicht ganz so schlecht, aber der war halt auch schlecht. Und da hat man dann schon gemerkt, wenn man dann durch die Module mehr Baustellen hat, auf die man achten muss, dann kommt es schon an das Management. Ne? Also man darf sich, bevor man würfelt, unterhalten, was wir denn vorhaben. Aber dann, wenn man gewürfelt hat, muss man legen und agieren, reagieren. Ja? Das macht es halt so spannend, dass es immer abwechselnd ist und dass der eine jetzt
Er legt eine 4. Okay, mache ich jetzt meine 6 dahin? Will ich das in die Richtung drehen? Und der andere darf nicht dazwischen funken. Vor allem ist ja auch interessant, in welcher Reihenfolge lösen wir das aus? Ja, lösen wir richtig. Zuerst quasi die horizontale Achsausrichtung aus oder lösen wir zuerst quasi den Flug aus? Weil gerade dann, wenn wir mit Windmodul spielen, dann ist es entscheidend, ob wir uns erst in horizontalen ausrichten, weil das kann dann für die Geschwindigkeit wieder relevant sein, oder ob wir erst vorwärts fliegen und uns dann anders ausrichten. Richtig, ja. Und genau diese Überlegung, denkt der andere jetzt da dran. Dennis, wir brauchen, vor dem Würfelwurf, Dennis, wir brauchen in der Geschwindigkeit einen Maximalwert von 6 oder 7. Dennis legt eine 6 rein. Ich denke so, hat er mir zugehört? Ich hatte eine 5 und eine 6 nur noch da. Dachte ich, okay, ich probiere es mal mit einer 6, weil ich die 5 woanders hinlegen wollte. Aber ja, das war schon. So einen Moment hatte ich mit Gwen auch, ne? Sie legt irgendwie eine 5 hin und ich hatte nur noch eine 1 und das hätte uns getötet. Aber dadurch, dass wir 3 Kaffee hatten, habe ich es wieder hingelegt. So, Schatz, das war jetzt aber schon sehr mutig. Was soll ich machen, ne? Und es gibt so coole Elemente, die dann halt, ne, wenn es dann funktioniert, ist richtig geil. Und irgendwas wollte ich jetzt auch noch sagen. Und ach ja, genau. Und dieser Moment, du musst ja die Landeklappen und das Zeug ausfahren. Und dieser Moment, wann du das machst, weil dadurch verschiebst du die Wahrscheinlichkeit, dass du schneller zum Flughafen kommst oder überhaupt zum Flughafen kommst. Und wenn du das zu früh machst, dann musst du halt nur hohe Würfel hinlegen, weil sonst crashst du quasi zu früh, bevor du den Flugplatz sozusagen siehst. Ne? Mhm. Und sie haben es szenarienmäßig gemacht, dass so ein kleiner Flavortext noch ist zu den Flughäfen. 21 und hat man. 21 Szenarien. Mhm. Das heißt, bis ihr alles gesehen habt, könnt ihr es 21 Mal spielen. Ja. Und man kann ja auch diese Bonuskarten, die man sich aussuchen kann. Es gibt online, glaube ich, sogar noch mehr Szenarien. Aber man kann ja diese Bonuskarten zum Beispiel nehmen, nach dem Motto, wir tauschen so lange die Bonuskarten aus, bis wir das Szenario geschafft haben mit den richtigen Bonuskarten. Und da gibt es noch weitere. Fly to exciting new destinations and discover new scenarios. Also sie haben online noch mehr mit dem, was halt da drin ist. Also die Streifen bleiben natürlich gleich. Wobei da glaube ich, dass da auch, da war ja auch eine Düsseldorf-Promo dabei. Also da kann man das, glaube ich, noch ganz gut erweitern. Ja, und das schreit förmlich danach. Immersive High Drama. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dabei. Das hat schon was. Also hat echt gefallen und hätte auch das Potenzial, bei mir in die Sammlung zu wandern und sich da zu einem dauerhaften Keeper hochzuspielen. Vielleicht auch tatsächlich was Mareike gut gefällt, auch um es zu zweit zu spielen, vielleicht im Urlaub oder so. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht so extrem viel Material, kann man gut mitnehmen, das kriegt man auch gut irgendwie umgepackt. Und wer es schon früher haben will, das Englisch ist jetzt nur auf den Sonderkarten und halt die Regel. Und die Sonderkarten legen offen aus, das heißt, man kann das auch, es ist sprachneutral eigentlich, ja. Aber wird ja bei Cosmos erscheinen. Früher, nächstes Jahr. So lange muss man dann doch nicht drauf warten. Aber ich muss sagen, das war die Investition wert. Das war. Wo liegen wir denn preislich hier bei dem Spiel? Was habe ich da gezahlt? Ich glaube 30 rum. Okay, was schon ordentlich ist, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes. Für das, was man bekommt es vom Spielspaß, ist es das, glaube ich, durchaus wert. Und ich freue mich auf weitere Partien und freue mich natürlich auch zu lesen, was ihr zu dem Spiel meint. Was meint ihr zu dem Thema? Es ist ja doch mal was komplett Neues. Ich meine, auch so viele Flugspiele gibt es ja nicht. Was haben wir denn da? Yukon Airways, Pan Am. Pan Am, und das war's dann. Yukon Airways meinte ich. Das meinte ich vorhin mit den Schiebereglern, Ja, stimmt, Pan Am. Ja, was haben wir noch? Ja, hier steht I cut tree, one new tree. Also, wenn man es kauft, dann wird ein neuer Baum gepflanzt. Okay. Naja. Jetzt muss man ja dazu sagen, noch Scorpion Masqué hat tatsächlich bei uns jetzt von 3 Spielen 3 Treffer gelandet. Wir haben 3 Spiele von denen gespielt, die bei uns allesamt gut angekommen sind. Das ist von 0 bis 100. Okay, was stimmt. Was bei uns sehr gut gezündet hat in unserer Gruppe. Dann haben wir Turing Machine, was mich extrem begeistert hat, die ja auch sehr gut gefallen hat. Und jetzt mit Skyteam den nächsten Treffer, also die schwingen sich wirklich auf zu einem echt coolen Verlag mit Special, also wie soll ich sagen, speziellen Spielen, und die aber trotzdem ziemlich geil sind. Ja. Nee, du hast recht, die haben originelle Spiele und so originell, dass sie auch auf Deutsch kommen. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was wir an Kommentaren bekommen und... Ihr könnt es auch bei Board Game Arena spielen. Ist jetzt aus der Alpha, glaube ich, raus oder Beta raus, ich weiß gar nicht. Also wer es mal ausprobieren möchte und nicht die englische Version rankommt oder wie auch immer, da habt ihr die Chance.
Sehr cool. Ja, dann freuen wir uns, von euch zu lesen und verbleiben mit spielerischen Grüßen. Und wir gehen jetzt an den Frankfurter Flughafen ein paar Flugzeuge beobachten. Schauen wir mal. Und gucken wir, ob wir ein paar Piloten und Co-Piloten treffen. Oh, gehen wir nach. Ist ja, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. da unten gibt es übrigens weitere interessante Videos. Ja. Und ja, hier auch so. Ja, dann viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Abflug. Tschüss.